Minister of the Forest to the Rangers in the future. Und nach der Evakuierung geht es dann weiter unter uns und durch in den Trockenraum hinter uns, wenn wir bei uns das Punkt sind. Das ist gelegt, wenn wir uns durch. Wir können uns erinnern, wir haben 10 Kisten ausgepackt, also müssen wir wieder 10 einpacken. Und das geschieht dort drüben, wo diese 4 Türme dort hinten sind, wo der König vorsteht. Die beiden Türme auf dieser Seite ist der Kistenauspacker und die dort hinter ist der Kisteneinpacker. Entweder über 20 Flaschen halbe Liter oder eben 24 Flaschen 0,33 Liter. Und der ganze Ablauf, also vom Auspacken der Kisten durch diese ganze Anlage hindurch bis zum Einpacken, das dauert eine Dreiviertelstunde. Und da sind auf beiden Seiten dann 8 Mitarbeiter Fachkräfte beschäftigt. Sie sehen ja, was in dem Riesen da los ist. Da sind so 2-3 Mitarbeiter und einer vorne eine Waschmaschine. Das ist schon möglich. Parallel dazu haben wir aber auch noch eine Fassabzuganlage und die füllen auch noch einmal 240 Fässer in der Stunde ab. Egal ob 30 oder 50 Liter. Wir haben die Umstellung von einem Produkt aufs andere. Man kann hier immer nur entweder oder abfüllen. Lief so bei 2 bis 3 Stunden. Warum dieser Unterschied? Ich sagte ja schon, im Geverfang sind wir nur 0,3% Alkohol. Sonst funktioniert das nicht. Haben wir alle mit? Ja, wir befinden uns hier in der Flaschenabfüllanlage und da unterscheidet man grundsätzlich zwischen dem Nassteil vor uns und dem Trockenteil hinter uns. Und in diesem Trockenteil, da werden dann 10 Kisten auf einmal von Flaschen entleert. Die Flaschen stellt man auf ein Förderband und die Kisten dort marschieren durch eine Kistenwaschmaschine, auf die werden vollkommen gewaschen. Die Flaschen, wie gesagt, über ein Förderband, in diese die Maschine auch, nur die marschieren eigentlich weiter, wieder Richtung Waschmaschine, stellen sie hinten an und werden noch einmal gewaschen, solange bis sie waschen. Da irgendwann wird den Kollegen das da aufmachen. Ja, dann geht es schon weiter in dieses Rondell, was sich dort dreht. Und das ist heute unsere Flaschenabfüllanlage. Im Museum habe ich es ja schon erklärt, warum das so ist. Denn erst wird jede Flasche mit Kohlensäure befüllt und dann wird Bier eingefüllt und dann wird verkocht. Und das kann die Maschine bei dieser Geschwindigkeit 60.000 Mal in der Stunde. Kann aber auch mal eine kleine Pfanne dazwischen kommen. Ich glaube, ihr habt das gemerkt. Hier ist so ein bisschen was umgefallen. Hallo. Das hört nicht. Die meinen wir nicht. Im Museum habe ich es ja schon erklärt, warum das so ist. Denn erst wird jede Flasche mit Kohlensäure befüllt, dann wird Bier eingefüllt und dann wird verkocht. Wie gesagt, 60.000 Mal in der Stunde. Im Museum können Sie sich erinnern, unter dieser Abfüllanlage waren 8 Flaschen einmal im Kreis. In diesem Kreis sind jetzt immer 144 Flaschen. Und die werden in 8,6 Sekunden abgefüllt und verkocht. Und wenn man das